Schöne guten Morgen von der Terrasse, an dem Gebäude vom Radio 100,7 um Kirchspiech. Da ist ein Zelt abgerichtet, wir sind also da draußen, ein Zelt abgerichtet, gehen extra für den Dach von Haut. Das Wunderbad wird, das wirst du all, wir sind aber dazu, und ich ganz ehrlich, nicht ganz unglücklich, dass wir einen Heizstrahler am Rick haben, sonst könnte es aber noch, weil frisch gehen, wir gehen dann einfach, dass wir heute den letzten Tag vom Mond September haben. Heute wird vier und allem gefeiert, wir kommen aber nicht lernst. Auch mir einen offiziellen Deal, übrigens wollen wir auch gut nicht lernen, den offiziellen Deal kommen. Der Staats- und Medienminister Xavier Bettel als Hai. Für uns zu fangen, gebe ich aber dem François Musselt vorgehen, hin als ein von den Membern vom Verwaltungsrat von diesem Radio. Herr Musselt, das sind ich. Merci, Herr Molitor. Als erstes Mal, Laurent, als nicht mehr klein gehen, als nicht blond gehen, mir hier ist sich heute als Präsident entschuldigen. Weil nicht müssen freudig sich eine Operation erzählen, man denkt Bandscheibenvorfall, pardon. Und es geht ihm einfach ganz gut, also wir sind informiert. Das ihr könnt vielleicht überhaupt nach Lernst. Und dafür nicht die Rolle überholt, für ganz kurz allem Schmoyen zu suchen. Herr Premierminister, Madame la Commissaire au Gouvernement, leif Membre noch vom Verwaltungsrat, die hier sind, Herr Direktor, leif Mathearbeiter, und dann auch surtout leif Frön, an Nullerstra vom Radio. Voilà, heute wollen wir ein Open Fest machen. Ich komme denke, kurz darüber zurück. Das heißt, froh, dass ihr natürlich dafür ganz gut aus. Ich wollte aufhören, indem ich dem Xavier für dich merci soll. Das klingt vielleicht ein bisschen banal. Aber es ist bald 2 Jahre am Conseil. Und an den 2 Jahren habe ich gesehen, dass hier ganz viel unterstützt wird. Und wir haben auch die neue Konvention für die nächsten 5 Jahre unterschrieben, wo die Moyen vom Radio raufgegangen sind. Und das ist persönlich am Conseil eigentlich ganz, ganz wichtig. Weil alle Menschen überzeugen, dass das ein Platz ist für ein öffentlich-rechtliches Radio zu Lützburg und für den auch noch weiter zu entwickeln. Und was natürlich gerne für machen, als die Mission vom Radio wieder angefangen hat, den soziokulturellen Organisationen Wort zu geben, und eine Plattform zu geben, weiterzuführen und aber auch den Tod der Kut vom Radio los aufzusetzen, für einfach nach für mehr Leute relevant zu gehen. Und durch eben die Moyen Budgetären, die wir auch kruten, haben wir natürlich eine ganze Reihe von Changementen progressiv für sich zu erholen. Wir haben auch Posten kreiert für einen Responsablen noch von dem vom Personal zu kreieren, also nicht mehr einen einzelnen Direktor. Wir haben an den letzten Jahren eine ganze Reihe von Leuten angestellt am Radio, die wirklich aus dem professionellen Milieu auch kommen, für zu helfen, das Radio noch weiterzuentwickeln. Anders, ich meine, wir haben noch ganz viele Changements am Niveau vom Conseil, den sich ein bisschen verjüngert hat. Das heißt, das sind alles positive Evolutionen. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren dafür die Geschichte vom Radio weitergeht. Wie gesagt, wir wollen offen sein, dafür das festhalten an einem Format, das vielleicht ein bisschen mehr umgewinnt ist. Und wir hoffen, dass das den Leuten, die lernen kommen, über den ganzen Tag, da ihr gut gefällt. Wir haben noch ein Benchmarking gemacht, für zu sagen, mit anderen, nicht mit PwC oder mit EY, aber das kann ja mit der Union von den öffentlich-rechtlichen Radios an Europa, die gewiesen haben, dass sie ganz große Wege merken, also in den letzten 25 Jahren, mit dass auch noch viel Entwicklungspotenzial besteht. Da wollte ich aufschließen, indem ich surtout all den Mitarbeiter vom Radio merci sagen, die mir am Verwaltungsrat nicht alle gut kennen. Ich hoffe, in den nächsten Jahren, dass das nach mir wird der Fall sein, und die all dazu schaffen, dass die Radio gut ist und noch besser geht. Und dann wollte ich auch zum Schluss dem Jean-Paul Hoffmann vielmals merci so für die Arbeit von den letzten Jahren. Wir kriegen ja eine Nachricht, Jean-Paul, dass du eine neue D4 siehst. Wir haben aber ganz, ganz viele Sachen angestoßen in den letzten Jahren, ohne Idee, die nächste Entwicklung vom Radio in den nächsten Jahren nicht möglich für. Und dafür am Namen vom ganzen Verwaltungsrat, auch vom Laurent, wollte man dann merci so für all die gelesenen Arbeit. Und wir werden dich sicherlich vermissen. Voilà, dann wünsche ich nach Schluss einen ganz, ganz flotten Tag. Und ich gehe vor und den Maurice Weider für Table Rond. Vielmals merci. Merci vielmals. Merci vielmals dem François Musel, hin als Member vom Verwaltungsrat vom Etablissement der Radiodiffusion Sociokulturelle, das ist ja den offiziellen Namen von unserem Radio. Die sind gewinnt, sonst zwischen 11 und 12 auf dieser Platz lang Interviewen, Debatten zu hören. Mit der Tradition will man nicht brechen, auch wenn sie gewöhnlich nicht mit einer Rede angelegt gehen. Wir kommen also bei einem Debatt über den Platz vom öffentlich-rechtlichen Radio, vom Radio überhaupt, heute an der Medienlandschaft. Herr Staats- und Medienminister, für dich mal bonjour. Schönen guten Morgen. Ich bin echt froh, was sind eher echt Erinnerungen an dieses Radio? Am Anfang wird er nicht viel geläuscht dazu, weil wir in der Bantan gegangen sind, hat er 20 Jahre. Die wird wahrscheinlich gut am Land, mehr auf der Uni, denke ich, zu 90.
Ob man es an der Woche? Ob man es an der Woche, an der Weekend, wenn ich das in RFM-Mensch für das Gericht gelöscht hat, wie an der Radio. Weil das nicht die will, mir das vor dem Mund ist. Mein Frau war ja auch nur die ersten Erinnerungen, die können ja auch mannerweit wegleihen, wie 25. Ja. Die sind mich spät gekommen, ich bin, wie ich von der Uni rumkomme, sie mit 25 Jahren. Wo den in der Radio gelauscht hat, und das sind 100,7. Ich kann mich erinnern, noch politisch die Bahn. Die hat den auch mitgekriegt, was der Besoin oder nicht. Ich weiß auch, dass verschiedene Leute bei mir an der Partei nicht begeistert waren, dem sie was kreieren vom Radio. Das war die Molsen, die beiden das eben, wenn ihnen etwas lanciert mit öffentlichen Geldern, wo dann eben Diskussionen gehen. Wir waren also nicht. Ich meine, ich finde, Jacques Hunter hat wiederum gesehen, dass wir denen, nachdem es auch lanciert, Kinasen. Ich meine, kann froh sein, dass 25 Jahre dann nur der Radio seinen Platz gefunden hat. Und ich kann mich erinnern, mein Souvenir, dass ich mit dem Auto auf Avenue Montremol gefahren habe. Und da haben wir gepackt und dann vom Freien direkt auf Fernand gehen, weil hier sein Auto nicht mehr rausgekriegt hat. Das sind die Menge Souvenir, eine schöne Feder gesehen, da wenn sie eine schöne gute Moje. Der wird eher ein echtes Interview im 100,7. Wisst ihr danach, was das war, wegen der Qualität sich als Präsident von den Jungdemokraten? Oder? Ja, die Chance, dass ich als Präsident von den Jungdemokraten, weil wo, wie ich 20 Jahre war, wo ich stand. Und du hast gut mich da steht, weil so du nicht, sie hatte drei Jahre, ich erinnere mich, welche gut keine Ahnung, welche dem uns gezählt hat. Nein, wir haben nicht drei. Wie eine Rolle spielt eigentlich der Radio allgemein, nicht dieser Radio, der Radio allgemein als Medium in ihrem Leben? Sie drin, die viel Radio lauscht hat? Also denn, auf verschiedenen Plätzen, das heißt, ich lausche in der Radio, wenn ich in der Bootzimmer sind, ich lausche in der Radio, wenn ich am Auto sind. Es sind aber kein, und da kannst du, wenn ich daheim zum Beispiel kochen oder schaffen, dann höre ich zwar das Radio nicht so gerne, weil dann höre ich schon lieber Musik. Ohne, dass ich schwätze, weil wenn ich schwätze, gehe ich aber dann, will ich aber auch, kannst du lauschen, was du siehst. Und da passt es nicht mehr so gut auf. Ich schaffe gerne mit Musik, aber wie gesagt, ein Radio, da wenn News sind oder wenn, wie gesagt, an der Bootzimmer oder am Auto, für und allem. Sie kennen den Lauf, wie gesagt, der Radio, die ganze Nacht daheim, läuft nicht echt Musik. Schön, Herr Perana, frohen für ihr, die mir Last gelesen sind von ihren täglichen Habituden. Erlaubt mir aber, dass ich für dich nach die zwei anderen Gäste kurz mit abbannen, die auch hier dabei sind. Das ist für dich mal der Jean-Paul Hoffmann, den Direktor, den Nachdirektor, den zukünftigen Ex-Direktor von diesem Radio. Die heute Donnerstag, Herr Hoffmann, dem Verwaltungsrat der Demission gehen. Ich komme natürlich nicht allein, dich zu frohen. Wie wird er das gemacht und wie wird er doch an diesem Moment gemacht und wird ja nicht das Statement sein, dass da dem Haushalt keine Zukunft gibt? Nein, absolut nicht. Da sind immer zukünftige Ex von irgendetwas. Das ist ja an der Natur von der Sache irgendwo. Wie wird das da logisch, dass das zum Teil ein Timing-Zufall, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite ist es eine Konstatation, dass das ein guter Moment ist. Ich bin etwas mehr wie 5 Jahre hier am Haus. Ich meine, du hast viel angestoßen gegangen, du hast viel Veränderung gekommen, du hast viel Progress gemacht in Termen von Programmation, in Termen von Struktur vom Haus, wie du organisiert hast, in Termen von was man macht, was ein Output ist, in Termen von wem wir dann an die Leute bringen, also Antenne plus SIT plus App plus, wer auch immer du sonst noch könnt. Die Equipe ist mit einem großen Elan dabei und das par ailleurs die Equipe vom Radio, die Changement gezogen hat. Da kann ich einen Ruhestand an der Dünnticken und noch vielleicht ein bisschen zeigen, heißt du, oder vielleicht ein bisschen orientieren, mit das die Equipe vom Radio, die Changement, die Veränderungen, die wir noch viel gemacht haben, den Sören an den Audience-Schiffern da rumspiegelt, irgendwo. Und ich habe gesagt, vielleicht will ich, dass das nicht schnell geht und dass das noch mehr wären. Und das ist evident, dass wir wollen, dass das noch mehr wären. Aber wenn ich heute gucke, das ist aber ein guter Parterre für das Publikum schon mal. Also, ich frage, für was lo, das ist ein guter Moment. Nur für eine Führung. Das meine ich auch ein guter Moment für eine neue Person dann runterzulassen, für den Elan weiterzutreiben, für den Elan vielleicht dann auch noch zu besprechen.
Nach dich heute Jean Lusivec auf dieser Platz nochmal zwei andere Journalisten über die Wahlen philosophiert. Haut das ein Hai als in den Medienlandschaft gut allein kennt, als Observateur. Von allem aber als Akteur sind die meisten mehr als ihn unterstützt vom Gruppe Edith Press, dem zweitgrößten Pressegruppe am Land. Ihr werdet ganz kurz im Moment Member vom Verwaltungsrat von diesem Haus. Ihr könnt das also an den CW schreiben. Ich meine aber, es wäre an der Zeit keine Sitzung. Ne? Ich bin effektiv nie wieder in eine Reunion gekommen, natürlich. Gut, beim CW mische trotzdem gut. Ich schon mal, Herr Sieweg, wie ich die Runde präpariert und froh gestellt, für was geht es eigentlich keine öffentlich-rechtliche Zeitung? Oder geht es das irgendwo? Es geht mindestens eng, das aus der Wiener Zeitung. Da war ich selber ganz erstaunt, wie ich das gesehen habe. Und die gehört, dass das eng, ich menge staatlich oder eine Gemengenzeitung, die aber probiert, unabhängig zu funktionieren. Ich lese sie nicht, ich weiß genau, wie gut das funktioniert. Aber das ist die Exception. Historisch gesehen, als Pressefreiheit Zeitung machen, sich als Pressefreiheit durchgegangen, hier der Zeitung gemerkt gesehen, es gab echt die andere Tendenz, nämlich das Stempelrecht, das den also für alle Blätter, weil die wollt bedrücken mit Informationen, das wird müssen. Stempel sicher gehen an also an einer Zensur analog mit Zeitungen sind traditionell freie Medien, die auch keine Autorisationen erlauben an von Privatinitiativen, zuletzt zum Beispiel partikulär von Institutionen. Radio können noch freie Medien sein, ich muss dann einfach heißen. Ja, nee, du kannst Charge. Und ich meine, die hat gebraucht, eine Ressource rare, also wir können 100 Zeitungen am Land rausgehen, das ist also für die BM kein größeres Problem. Wir können einfach technisch gesehen heute kein 100 Radio machen, die national aufdecken. Und dadurch, das nennt dann eine Ressource, das eine Frequenz, und das fährt dann dazu, dass es abgedeelt wird, das fährt dazu, dass den in eine Kreditkondition muss anhalten. Du kannst so ein Radio ist nochmal frei, mehr in Hürde kann ich schaffen. Wenn es öffentlich-rechtlich Printmedien gibt, da wären Zeitungen auf jeden Fall ein großes, hier grüßt sich wahrscheinlich sogar an diesen Zeiten Last von der finanziellen Grundlage von ihrer Aktivität. Weil die kriegt ja zwei Pressehilfe, das tut ja auch so ein bisschen einen Hauch von Öffentlich-Rechtlichkeit. Also ich meine, das, was für alle gerne tut, das ist, dass da, wo für drin die Medien audiovisuell, Radio, Tele geschrieben, gedreckt, stark getrennt waren, sind sie Konkurrenten von denen. Und damit hat die Dote froh sich stark verschärft. 100,7 spielt auch keine große Rolle, weil ein kommerziell nicht im selben Markt ist. Also, ein Dief zu ein bisschen Sponsoring machen, könnte man auch die eine andere Mission, wie dafür drin ein Spot läuft, aber geht kein Püppchen. Aber eine von den großen Debatten, die meiner Meinung nach wie den Konzessionsvertrag von RTL neu gemacht ging, als hat mich gefordert, ging aber nicht gefordert, ging aus. Das ist, wir gehen da einen öffentlichen Auftrag und einen Akteur, den kriegt 10 Millionen Euro für ein Tele zu machen, als gleichzeitig aber um kommerziellen Plan, wenn es darum geht, Publizität sichern zu gehen, an direkter Konkurrenz mit den Zeitungen, mit anderen Editoren, und möchte das unter selbst machen, möchte das mit ganz großen Synergien durch die einzelnen Entitäten. Und es gibt an den Ländern rundherum eine große Diskussion darüber, was öffentlich-rechtliche Medien am Internet machen dürfen oder nicht machen dürfen, sogar wenn sie kein Pub schalten. Regelmäßig in der deutschen Presse gibt es über das, was ARD, ZDF online machen, sich furchtbar aufgeregt. Zuletzt habe ich gehofft, die Diskussion zwar sapiert, die Transäuse gingen so und sie einfach nicht gefordert, mit froh ist aber ganz real. Ne? Und da besteht ein Problem, dass über mit öffentlich-rechtlichen Meiern sich den Zeitungen mich schwer gemacht hat. Was richtig ist, für was geht die das nicht mehr dramatisiert, aber weil gar gesagt wird, man kriegt die Pressehilfe, die kriegt Distributionshilfe und dann ich hätte tiens, tu me tiens, par la barbichette, mir ideal ist die Situation sicher nicht. Mhm.
Lützeburg, lass mal vielleicht kurz an die Geschichte einfach auch gehen, wir feiern ja ein Anniversaire. Lützeburg ist ja, Herr Hoffmann, der umgedrehte Weggang von den meisten anderen Ländern. Heiko wird für dich der privaten Operateur an recht viel mehr später, also 1993, hast du ein öffentlich-rechtliches Radio entstanden. Einerseits wäre es, wie gesagt, umgedreht, du wird für dich nicht mehr öffentlich-Radio und Televisionen an die privat kommen, viel mehr spät, an den 80er Jahren. Dir hat Herr Hoffmann die Entstehung vom soziokulturellen Radio journalistisch begleitet als Redakteur, demnächst an der Wochenzeitung Lützburger Land. Die hat die begrüßt, hat er mal gesagt, schüsst das Modell, wie der Radio gefeiert, sollte ich mich kritisch gesehen. Für wat? Das war ein ganz dankbares Sujet, demals, wo ich zukünftigen Ex-Journalist war im Lützburger Land. Das Modell am Prinzip war ein, den eigentlich am Menge nahen, demals, wenn ich mich noch erinnere, richtig. Ja? Das habe ich das Problem. Das Modell war ein, den der Pluralismus eigentlich mit breit gemacht hat, von dem das sich vergegenwärtigt, wie die Situation ausgesehen hat. Demals, das war viel im Internet, das war eine analoge Story. Da war ein paar Bayern und da war ein Sender. Quoi, hein? Plus die als Piratensender, demals operiert aus dem Ausland raus zum Teil. Das war also die Situation. Also von der Grundidee hier, super, wäre ich total dabei, mir werde ich mich erinnern, an das lohnt nicht neu, und dazu und ich heute noch nach. Das war eigentlich von der Gouvernance hier, wie den Apparat gedurcht ging. Und da haben wir eigentlich als Studio nicht geschützt hier, aber da sind Themen, über die ich denke, ich sollte noch denken. Weil die Radio einen Finanzierungsmodus hat, den uns angefordert hat, der integral über das Staatsbudget finanziert. Das ist eine Situation, da kann man sich vorstellen, dass das gesund ist, dass das so ist, dass du ein direkter Lien hast. Du kannst in der Band sagen, nein, es gibt bessere Modelle, es gibt der, die eine Mauer dazwischen bauen, die mit Lizenzgebühren, License Fees etc. funktionieren. Und von daher nicht unbedingt direkt Risiko, sondern einfach das Risiko. Ich sage nicht, dass das geschieht, sondern einfach das Risiko mit sich bringen, dass du eine Prise d'Influence kannst sehen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist dann, wenn ihr guckt, wie das Radio abgestellt ist in Termen von Gouvernance, Conseil d'Administration. Und das ist mein Job, das habe ich damals gesagt, wie schon. Das funktioniert auf dieselbe Weg. Die Leute, die gehen genannt vom Medienminister, vom zuständigen Minister der Titel. Und da sind eigentlich ganz wenig Konditionen definiert oder ganz wenig Kriterien definiert. Gut gesagt, da kommen wir aus dem Minister, kommen wir aus dem Minister, kommen wir aus der Société Civile. Aber eigentlich gingen sich ein Modell wünschen, die sieht, das ist ein Radio, also ein Apparat, den Gesellschaft, den Lützburg, den Land, seine Ökonomie, seine Kultur, seine alles reflektieren soll, so breit wie möglich, und soll dann auch im Niveau von der Gouvernance irgendwo so breit wie möglich abgestellt sein. Und da muss ich meine, in Zukunft erfahren, für das gescheit an wer zu leben dann. Gedenkpartei, die in ihrem Wahlprogramm stehen hat, dann das LSAP, hat mich in den Zitat verhehlt, nicht mit zeitgemäßen gesetzlichen Kader vom Radio unbedingt überschaffen. Wenn du zwei Wollen angeschaut, das sind volle Finanzen der Gouvernance, lass man die vielleicht ein bisschen von denen trennen. Das ist nun einmal der Lützeburger Modell, das ist ein öffentlich-rechtliches Radio, den 100,7 Dotation aus dem Staatsbudget kriegt. Seht ihr da keine Risiken? Also für dich steht mir die Lot froh, zwar gar nicht gestanden, ich habe auch keine Gelegenheit mehr Hoffmann auf Hochmärz zu so für die Arbeit, die gemacht hat, die letzten 5 Jahre. Wir haben bald zusammen noch gefangen. Ich hoffe, dass ich noch weitermache an der Decision, aber respektieren. Fällt für mich wichtig, wenn man dir steht, dass man für alle Planifikation gehabt hat. Die muss wissen, 100,7, das wo alle Jahre dann eben beim Budget muss gucken, wie es weitergeht. Kein Investitionen können machen, keine Planifikation können organisieren, auch Point of Informatik, Point of Digitalisation nach bisschen an der Kanaschong, an der Tumor eben zusammen, auch mal mehr Hoffmann am Verwaltungsrat eben geguckt, wie wir können eine Planungssicherheit mehr Moyen auch
auch können gehen. Und eben auch haut gerade eine App, die ich nicht mehr rekommandieren kann für die, die sie noch nicht aufgelöst hat. Und am Anfang haben wir den Beweis, dass du viel darüber gesprochen von digital, aber von analog, aber dass der den an der dann seinen Platz hat und dass der den an der dann doch Schnittstellen hat, wo die ich zum Beispiel nicht können erleben, haut nicht an der digitalen Welt präsent zu sein, so wie den einen an den anderen, auch bei den Printmedien, wenn ich nicht sie weg habe, vis-à-vis von mir stehen, haben, haut es der Zeitung muss noch im Internet sein, sie muss noch digital online sein, geht nicht durch, dass alles ein paar Bayer ist. Die schwätzt von der öffentlichen Hand, ich meine, es ist in Hofe schon in einem Land zu wohnen, wo an der das schon nach den vierten Regierungen ging er noch lo, aber der Staat investiert in eine Presse, an der seine Presse kriegt, an noch eine Radiospresse und noch eine Tele, wo deine Mission, geht, wo man am Konzessionsvertrag die Martinen erschrieben hat. Ich kann nicht schüss zu, und ich will nur nicht negativ verstehen, wenn man keine Adela Presse hätten, wie heute Lützburg vielleicht noch eine oder zwei Zeitungen, dann hat man nicht die Diversität Journalistik und eben die Vielfältigkeit an den Medien, wo ich kann, haut aber hin. Point vue Radio, dann hat man auch schüss E-Radio. Und ich meine, dass den Invest an Presse, eben auch den aus an einer Demokratie, an den an einer Pluralität. Ich habe Bilder gesehen, zum Beispiel von einer Pressekonferenz gestern zu Berlin, wo dann ein Herr den T-Shirt hat, wo just darauf stumm, dass Pressefreiheit für Journalisten ist garantiert, ging da also bei einer Pressekonferenz rausgeflogen ist. Heute zu Lützburg, an ich meine, ich kann natürlich so, beim 100,7, die sieht ja auch hi. Wir sind nicht immer froh, wenn wir hier nur lächeln, als Mensch, als Politiker. Weil wir immer so, oh, das tun die aber weh. Aber das ist aber eine Demokratie. So. Aber man tut als 100,7 hat ihr aber Arbeit gemacht, und auch die letzten 5 Jahre ein Journalisten Arbeit gemacht, wo ihr nicht Gefühl hat, dass er den Staatsradio war, den dann für den Staat die Promotion vom Staat macht, oder au contraire, Mensch, aber ganz kritisch auch geschafft hat. Und das fand ich eben nicht was wichtig. Also, an einer Demokratie, als für mich eben den Investor noch an Presse möchte, ein Barometer für zu gucken, wie frei in einem Land auch ist. Und ich sind, wie gesagt, mir viel Zeit, und Leute zu mir immer, wie viele Zeitungen haben die hier im Land. Da gucken sie von links nach rechts, sie haben ein Porto Le Monde, und auch mein Radio, mit der Tele, da ist ein Schwager drauf, ich weiß, dass einer Partei lieber eine öffentliche Television hat. Ich meine, dass die Arbeit, die da ist, mit der Gardefuhr, mit der Reserve, mit der Kontrollen, die da sind, aber als erlaubt, heute stärkt ein Service der Qualität auch zu kriegen, auf Niveau von der vom Audiovisuell. An den heute für mich der 25. Anniversär als der Beweis für zu wissen und am Anfang wird vielleicht nicht ganz einfach, weil ich meine, der Radio sich fand, dann halt mit der Equipe von Journalisten noch die Arbeit seriös, frei mischt. Und wie gesagt, ist die Frage als Medien- und Kommunikationsminister, dass man auch aber eine Reform gemacht hat, weil wie ich angefangen habe, digital, das war null. In den im digitalen Bereich geschafft hat, als Journalist, gut, nicht. Habeiras bezahlt. Du hast viel gesagt, Bücher wurden die drin gelitten haben. Das Budget auch. Weil wir dir meine Seite gedrückt haben, weil wir mehr bezahlt haben. Und von nicht da bist, von nicht ob Journalisten, viele Journalisten haben Rüstungen, von just 12 von den Seiten, wo da geguckt haben, wie viel Zuhören soll gehen. Da sind wir froh, dass mein Text, der noch fertig ist, der wird dann den nächsten Tag die definitiv Motor auch kriegen. Für eine Instanz wie zu gehen, wo man die Qualität 12 von den Journalisten wirklich als Hauptkriterien geholt haben, egal ob digital oder auch um Printmedien, viel mehr der Realität entspricht. Und das ist ein Invest für mich in Zukunft. Ich habe mich engagiert, das auch zu machen. Und ich freue mich, dass das auf die Instanz wie kann. Fina Renke, vielleicht ob die Risiken, eventuell Risiken von einem staatlichen Finanzament zurückzukommen. In einer Demokratie können ja drohliche Sachen geschehen. Das wird in anderen Ländern gesehen. Da können Parteien, Personen und Ruder kommen, die der Tentation dann aber nicht wieder stehen. Wir können für die Suche bei mir bezahlen, dann wollen wir ein bisschen matschwätzen. Also zuletzt habe ich gesehen, ich die Risiko nicht mit Solinini so. Ne? Wenn ich gesehen, wie dann Ungarn, wie der Polen, wie dann andere Länder am Moment geht, Solinini abhalten zu meinen, dass man der Europäische Union garantiert das für alle Freiheit. Der Fall ist, dass ich aber wirklich das Gefühl habe, dass da ein Konsensus gibt, heute in Lützburg, dass die Medien eine freie Medienlandschaft ist, dass man auch konkret Journalisten wollen unterstützen und dass sie überzeugt sind, dass aber Kinder das akzeptieren. Also, wenn die Kinder an den Programmen stehen, dann will man immer nicht sagen, dass da nur 100%ig von nicht neue Ideen können kommen werden. Für mich glaube ich kaum. Also, wie gesagt, den
ich kann mir nicht vorstellen. Wie gesagt, Garant habe ich nie, mehr, wenn ich nur einem Radio, den aber durch Budget läuft, ich kann Gesetze und nicht ändern, an dem ich so, der Budget geht nicht mehr gestimmt, den ist automatisch, den muss an der Verfassungsstufe in 100,7. Das geht nicht, weil die App steht fest, das sind Decisionen, die Chamber alias muss holen. An Dotation, wie gesagt, dass die letzte Zeit herabgegangen, ich meine, das ist echt ein positiv Zeichen, wie lo wollen zu mengen, dass man heute zu Lützburg verloren in 100,7 muss lehren oder politisch benennen, weil wir wirklich auch geguckt bei den Nominationen, die wir gemacht und die letzten Jahre, das ist witzig, sobald ich genannt habe, konnten automatisch die DPs stempeln. Also ich kann nicht sagen, der Laurent Lusch hat eine Partei nicht umhut, nicht. Aber da wird direkt gesagt, von vom Xavier Bittel genannt wird, dann ist automatisch blöd. Ich habe probiert, Leute zu nennen, die Erfahrung haben am Kulturbereich, die Erfahrung haben an der Gestion, die Erfahrung haben an den verschiedenen Facetten, die wichtig sind an einem Konzert, den zusammen geschafft hat mit der Administration. Aber wie gesagt, ich... Dass ein Platz, die frei ist am Conseil, gucken, mal fängt Person zu finden, die jetzt gesagt, für Kriterien gibt, wir haben keinen Gin, für mich soll ein Frage genannt gehen, weil das ist ein Kriterium, den ich mir auch gehen will, an den ein Lien hat, auch mit dem Kulturbereich oder auf jeden Fall mit dem Bereich, den im Radio auch kann helfen. Du hast den 11. Mai mit Jean-Paul Hoffmann, mit Präsident Laurent Lusch, eine neue Konvention, in der Schrift 4 Jahre 19 bis 23. Die finanzielle Envelope, die diesem Radio zugedeelt wird, wird progressiv klammen von haut 6,8 Millionen Euro am Jahr 2023. Für was wert, als ihr der Meinung, dass das Radio mehr so mehr Moyen braucht? Für die Planifikation mit der Sorge bin, für die Kip abzustellen. Du siehst ein Rutsch, das kann von Technik gehen, über auch Journalisten. Es war eine Idee, und komm, ich spreche das hier nicht zu verstoppen. Wir sind ja, ich will nicht so einer da, es geht das nicht falsch verstehen. Wir sind ja wirklich an einer Situation gewesen, wo auch ja Projekte waren, zum Beispiel für auch beim 100,7, ob ich nicht misst, auch auf diverse Sprachen Emissionen machen. Und, wir haben aber gerade Autorisation gegeben für französischsprachige Radio, die wir hatten, mit Essentiel. Und dann haben wir eben geguckt, wie wir evitieren, in den anderen auch zu kannibalisieren. Da sind ich der Meinung, dass es wichtig war, die Moyen zu gehen, für an Infrastrukturen, an persönliche Moyen, an die Kip redaktionell können Efforten zu machen. Und der Direktor hat uns etwas gekriegt. Und als du hinkommst, hat uns gesagt, hey, das brauchen wir, für dass die Kip kann adäquat funktionieren. Und da sind ich eben an den bilateralen Gang bei der Finanzminister für den zu erklären, dass ich die GIF brauche für 100,7 an schon der Finanzminister der Universität kriegt an Das, was der Lou gezielt hat, das weißt du aber, dass auch wenn der Staat oder eine Regierung nicht direkt Einfluss hat auf den täglichen Programm, dass er aber natürlich mit Steuerorientation von einem Radio, wenn zum Beispiel Lou französischsprachige Emissionen nicht unbedingt erwünscht sind, dann ist das ja einfach auf eine gewisse Manier eine Orientation, die vorgegeben. Totalement, weil das Problem ist, wir sind eine ganz neue Equipe. Ich habe gesagt, wir brauchen so viele neue Journalisten, wir brauchen so viele mehr Moyen. Und wo gerade mit einem Moment für drin, wo wir eine Lizenz haben für den Radio L'Essentiel, wo ein Demand kommt. Und ich war der Meinung, wenn ich den einen an den anderen gebe, direkt mit denen erleben, dann hätte ich den Radio Essentiel müsste Bescheid sagen, dass für die Frankophonen Publik in Lützburg auch nach der Idee für ein öffentliches französisches Radio zu machen. Das war die Decision, als die für uns 2 Jahre gefallen ist, wenn die nach 2 oder 3 Jahren, das heißt, nachdem es 5 Jahre in einem Chance gehen hat, sich können zu lancieren, nicht eine Idee können, für dann französisch Plagen zu machen oder so Sachen, dann ist kein Problem. Mir für gerade als Medienminister eine Konzession zu gehen und zu sagen, hey, mehr dir die Kritze, weil der französischsprachige Radio merkt. Und da gerade die Woche drauf mit öffentlichen Geldern dann eine Kontrapartie merkt, also das ein andere französischsprachige Radio, habe ich nicht opportun von, aber auch nicht fair gewesen, wo ich einen Ritsch von Leuten hatte, die sich beworben hat, für die Lizenz auch zu kreieren. Das könnte da eine politische Decision nennen, ich meine, das ist eine Sache auch für Fairplay, weil wenn nicht steht, wenn ich die Projekte vom Radio 100,7 ein Jahr für darum hat gedreht kriegt, dann hätte steht, vielleicht könnte dem Essentiel er, die sich lancieren, hier ein Business-Modell und alles präpariert und auch können so. Und das war dem uns nicht der Fall. Das hätte schon auch eine Responsabilität, wenn das sie kein politisch waren, das meine, dass sie noch responsabel war vis-à-vis von anderen. Es ist wirklich, wenn hei Französisch gemacht, die wäre auch auf diesem Radio, hat das erst dafür ein essentiell Radio Hose gemacht. Also ich bin vom essentiell Radio dann aber relativ weit weg, so dass ich nicht direkt will drüber antworten. Es weißt ist einfach die Diskussion, dass es nicht ganz klar ist, was dass man so ein Troll und Selbstverständnis von 100,7 ist. Das ist kein Geheimnis,
Dann habe ich bitte gesagt, dann sind eine Partei, wir in der Pur Leute gehen, die nicht so froh gewesen sind bei der Gründung vom Radio, aber wirklich geht, als der Radio von kaum eng gewollt gewesen. Ich glaube, eine kleine Gruppe, die sich dem Robert Kriebs drei Geschwüre hatten, die an der LSAP die Radio wollten und die haben dann gekriegt, dann kam auf einem Kompromiss mit ganz wenigen Meier am Anfang. Also du musst ja an einem Interview auf dieser Antenne den Jean-Claude Juncker aber zu verstehen gehen, dass CSV man so viel mehr Ritten drin hat wie der LSAP. Das könnte man dazu sehen, dass Jean-Claude Juncker in der CSV ist. Das wird sogar wahrscheinlich ganz sicher dumm, dass er den, ja. Das ist also gegründet, gehen mit minimalsten Meilen, mit sich Konditionen, die quasi sichergestellt haben, dass der kommerzielle Radio nicht so viel Konkurrenz ging machen. Und wenn ich Leute meine, schon ein paar von den Aussagen von Leuten, die damals mehr aktiv dabei waren, hören. Und da hat ihn dann einfach noch immer raus, ja, 100,7. Nicht los in Platz von der kleinen Leveradio da und es geht ja und wiest ja ein bisschen, das alles ganz leer und so weiter. Kann man nur wieder seriös schwätzen. Aber wenn ich dann Jean-Claude, Jean-Paul Hoffmann höre, wenn ich Diskussionen höre, die drunterum die Konvention gehen, dann habe ich eine ganz andere Position, nämlich die dann intern aus dem Radio kommt, dass wir sind den öffentlich-rechtlichen Radio zu Lützeburg. Das heißt, wir vergleichen uns nicht mit dem kleinen, nicht wirklich gewollten Kant-Puppelchen da von 25 Jahren. Mehr als Referenzen sind, wenn nicht BBC, dann aber mindestens eine SWR oder so in der Größenordnung. Da schwätzt man von License-Fee, da schwätzt man von anderen Formen von Finanzierung, da schwätzt man davon, die ganze Gesellschaft aufzudecken. Mit anderen wird mir fängt gelungen, mit einem Französischsprachigen nun. Und da stellen sich noch ein paar andere Fragen, die man den aufdenken muss. Und wir haben an sich keinen guten Platz. Und da sind wir dann bei Remarken, die Jean-Paul Hoffmann vorgemerkt hat, dass Gouvernance im Radio geht. Wir haben keinen guten Platz, die Diskussion zu feiern. Weil die Diskussion ist de facto gefordert ging bei den Konventionsdiskussionen. Sie hat auch Resultat gekriegt. Wir sind erst durch den Direktion, Verwaltungsrat 100,7 gefordert ging an der Regierung, also respektive den Minister de Tutelle und das Regierungsrat, den Tano aufgesehen hat. Und du hast dann wirklich froh, ein öffentlich-rechtliches Radio soll die Diskussion über sich selbst, über seine Rolle, soll die zwischen einer Regierung an den Gremien, die von der Regierung ernannt sind, vom Radio gefordert gehen. Oder müsste man nicht einen anderen Platz finden, für den ein Konsens da besteht? Weil es gibt ein Gefühl. Was wäre die andere Platz? Entweder effektiv ein Verwaltungsrat, den viel mehr abfunktioniert, wo ich weiß, was werden diskutiert. Das Finanzierung ist direkt dabei, solange die Alternative zu dem aktuellen Form von Finanzierung, wo also den Budget respektive einer mehrjährigen Konvention gesucht wird, von der Regierung approbiert vom Parlament, du kriegst so viel, wir zu sagen, entweder du kriegst eine eigene Ressource, License-Fee, also Witwe bezahlt, Allmenage bezahlt so viel für die Radio. Oder du kriegst einen gewissen Prozentsatz von einem Revenu, der sowieso da ist. Das ist keine politische Decision, die geht zwischen dem Montant, den du kriegst, an dem, oder war keine regelmäßige politische Decision. Du kriegst, ich weiß nicht, 0,x% von der TVA. Das für ein Modell, das ist das Modell, an dem die Europäische Union finanziert wird, zum Teil zumindest. Das wird theoretisch weh für die Politik daraus rauszuholen. Wir stellen schon fest, dass in den Eindruck nicht lasst, denn gegen einen großen Desakkord gehen zwischen den einen und den anderen, wie weit die Radio da ist, und auf der anderen Seite, dass er doch von der Rolle hier im Moment kein Konsens in der Gesellschaft wird, die Radio genau machen soll. Die Frage stellt sich effektiv an, ob ein anderes Finanzierungsmodell geht, zu Form von einer Tax, einer Redevance. Dann stellt sich die Frage von der Akzeptanz bei den Leuten. Also sicher werden sie mal nicht begeistert, was sie direkt etwas müssten bezahlen. Mir gibt das nicht doch bedeuten, dass die Radio sich am Anfang nicht mit den Luxus leisten kennt, den sie sich heute aber leisten kann, dass sie Emissionen mit Programmen produziert bewusst. Ob schon, dass sie weiß, dass sie nicht mehr eine Marginalzahl von Nullästern interessieren. Weil sie das auch findet, dass das zu seiner Rolle gehört. Möglicherweise. Aber vielleicht will ich einfach noch auf etwas sagen, was Jean-Louis Sivek gesagt hat, dass
eigentlich auch nicht so, dass man nicht wirklich... Ich wüsste, was das Selbstverständnis wäre. Wir gehen heute so gerne mit den Größen an Pissen. das ist dann so, zu den Ambitionen. Für den Rest meine ich also voran, den Gesetzes- und Reglementstexter irgendwo ein Schien vorgehen, die Selbstverständnis aber relativ klar definiert, von dem, was die Radio hier soll sein und was er soll machen, auf für wen und auf für wer, da was er soll rauskommen dabei. Ja? Das meine ich auch schon relativ klar, mit einem gewissen Interpretationsspielraum, den die KIP, der Conseil d'Administration, den strategisch vorgeben, du musst definieren. Dann noch nach mit Kriterien, die die KIP vom Radio selbst Musik setzt, für dann zu produzieren, was du soll produziert gehen. Ich meine, das Selbstverständnis ist schon relativ klar. Die Frage ist dann, um die Ressourcen für das umzusetzen, dass du dann das Spiel haben drin und du hast einfach nicht immer ja, und eins du nein, und eins du vielleicht, und da jonglieren wir viel. Aber das ist nicht so, dass man eigentlich nicht klar weiß, was wohin. Geht einfach gesund, das war die Konklusion von einer Peer-Review, die gemacht in das Ugangs des Jahres. Peer-Review heißt, dass Experten aus ausländischen öffentlich-rechtlichen Radios hineinkommen, eine Analyse machen und dann auch Rekommendationen. Und eine von den Konklusionen war am Fongehold Day, dass diese Radio nicht gut genug nach WSW sind, nur Lauschtra sind. Das ist natürlich noch ein anderer Debatte. Das ist ein von den Manifestationen von vielleicht manchen Ressourcen. Weil, wenn ihr wollt, wir sind nur Lauschtra sind, dann muss ich Geld investieren, für Umfragen zu machen, für eben die Informationen rauszuziehen. Die ziehen wir nicht aus der Luft so einfach. Und die Ressourcen, die wären nicht da, und ergo funktionieren wir mit relativ mehr oder minder präzise, mehr oder minder Wegen. Vorstellungen davon, wie überhaupt das, die uns lauschtern, auf wie nie die Leute uns lauschtern, auf ihr Wert genehmigt. Und da haben wir effektiv ein großes Problem. Das ist evident. Wenn ich ein Produkt habe, du machst, ob das immateriell ist oder ob das materiell ist, und ich weiß nicht, für wen ich das meine, ist das nicht ein super Ausgangspunkt. Du hast ein Chantier. Herr Bettel, erzähl von nur Lauschtra. Ist das etwas, was eine Rolle für ihn spielt? Wir kokettieren ja im Moment während der Kampagne ein bisschen mit dem Image vom Geheimradio. Wir so dir aber auch, wenn der Lo als Radio schon mehr Geld kriegt, dann muss er aber auch liefern, an gucken, mehr nur Lauschtra anzusprechen. Oder also, ist das kein Kriterium? Wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, wenn ich die Qualität von der Arbeit gesehen an 12 von den nur Lauschtra, hat er mehr nur Lauschtra verdient. Aber da muss ich nicht schon überall kriegen. Und das war eine Diskussion, die wir hatten, dass ich überhaupt am 100,7, wie neue Antennen freigesehen und neue Möglichkeiten für auszustrahlen, noch geguckt, wie in den 100,7, das heißt, die Fusion am Land auch kein verbessern. Aber selbstverständlich, als Ziel von den Nullaufstrahlen, etwas, was ich gucke, mit dürfen nicht die Kriterien sich jetzt gucken, wie das Budget ausgesagt wird. Sonst wird den Radio über die letzten 25 Jahre ups and down gewesen und dann müssen wir eine Kampagne, da kriegen die paar Leute für im Sondage, die dann die Radio lauschen, für damit Budget zu kriegen. Das wird nicht gut. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir es fertig können bringen, für das die Radio mehr Nullaufstrahlen kriegt. Und dann Herr Hoffmann, wo keine Reunion, wo man nicht zuhören hat, bräuchte, doch aus dem Ausland, wo man sieht, dass er den Doten hat er nicht viel mehr wie mir, den Doten hat er zwei mehr, den Doten. Das heißt, das Kriterium final kann nicht 12 von 0 Lauschtra sein. Ich meine, Qualität, da habe ich die gemerkt, als das wichtig ist. Und wie gesagt, nach einem Jahr, 12 von den 0 Lauschtra repräsentiert nicht die Qualität von der Arbeit, die hier gelegt wird. Mit dürfen nicht die Kriterien sein, an dem ich so schaue, dass mehr oder minder von der Mail ein Kriterium für mein Moyen gehen, dass eine App, dass die Diffusionsmöglichkeit, dass die Kipp, und hoffen, dass der doch an den nächsten Jahren dann eben noch auf 12 von den Auditoren Reperkussionen kriegt. Aber wie gesagt, wenn das die Kriterien ist, dann wird der Radio schon vielleicht zugewiesen und das will ich nicht. Mich gibt noch etwas interessieren. Was möchte ich mehr rosen? Kritik auf einem Radio, dem sie einen finanziellen Envelope da gerade abgesagt hat, oder Kritik auf einem Radio, wie Radio Lützebüch, weil da wisst, dass du wahrscheinlich aber ein paar mehr Leute mit kriegen. Wie meint der? Das ist aber relativ klar, ne?
Ich bin am liebsten... Keine Kritik, dafür gehen ich alles. Nö. Das ist aber nicht immer zu evitieren. Kritik, wenn sie justifieren, dass dann geht, ob denen zwei, also für was soll die nicht, ob sie für sie, was dann nicht die für sie. Die zwei haben ja auf eine Obligation. Die sind nicht am Fall getappt. Und die allen zwei sind dafür nur richtig, immer zu denen, wenn eine Kritik da ist, dann soll sie von dem einen, so wie von dem anderen berücht gehen. Ich wollte noch ein bisschen schwätzen, auch über Zukunft, just vom Radio als Medium. Und ich würde den Radio, die Internetrevolution ja ganz gut verstehen. Television hat da wesentlich mehr gelitten. Also da im Endeffekt eine Chance, dass mit der Internetrevolution, aber gut, nicht nur, dass die Mobilitätsprobleme immer mehr groß sind, dass die Leute viel am Stau sitzen und dafür viel Gelegenheit für Radio zu lauschen. Könnte Sinn, könnte natürlich Sinn. Also mein Radio ist ja mein Auto hauptsächlich, ne? Das Radio hat das Internet vielleicht besser evolviert wie Television. Das gesagt, noch mein Lützebüch zumindest in den Publizitätsschiffen, die für das Radio eigentlich besser ausgesehen wie für Television. Das ist aber evident, das ist ein Challenge, das ist komplett klar. Wenn ihr guckt, wie ihr heute Radio gelauscht habt, geht an der Moyenne den europäischen Durchschnittsbürger lauscht, eigentlich 2,5 Stunden, 2 Stunden 25 Minuten. An den 28 oder so Länder, den europäischen Durchschnittsjunkebürger, die lauscht dort 1 Stunde 25. Und da gesagt, wo das Thema eigentlich ist. Die Leute, die Jungleute, die haben einen anderen Device für in der Radio runterzugehen, die benutzen viel mehr mobile Geräte, wie eben das, was im Küchenchef steht oder was am Auto aus dem Raum steht. Und du hast den technischen Challenge und Rennen für Reiseradio, für alle gut. Wie bleiben wir da dabei? An einem Spotify-Umfeld, an einem YouTube-Umfeld, an einem Umfeld, wo ich eigentlich konfrontiert sie permanent mit Streamen, mit anderen Offeren, die mir genau das bringen, genau das servieren, was ich eigentlich gerne habe. Und als Rolle, als du dann ein bisschen anders definiert, für auch zu so, bei mir sind die Leute, die eigentlich einfach ein bisschen kuratieren sollen und die Datei rausziehen und dem Nullausch dafür und nur so dafür und dauern sollen halten. Und so ein heißes neue Musik, die interessant ist. Heißes eine Evolution, heißes eine Idee, heißes ein, was auch immer. Wo wir mengen, wird interessant aus. Und er kommt raus aus ihrer Bull. Mit Bull, die geht mir groß, also die ganze Bullenproblematik geht mir groß. Und das ist ein Challenge, für da dabei zu bleiben, für da ranzukommen, da sehe von den technischen, da hängen technische Dimensionen an, drin, mit auch Programmformate, Programm, wie denkt den Programm, den du gemerkt hast. Und das ist ein von den Chantier von den nächsten Jahren. Die junge Generation als E-Sujet, mehr auch Mobilität wird ändern, ne? den Auto wird irgendwann autonom fahren und dann sind auch andere Beschäftigungen envisageable, wie just Radio zu lauschen? Geht das ein seriöser Bestehungsprüf, Bewährungsprüf für das Medium? Wahrscheinlich. Denn Jan Loschelin, der neue Programmchef, der sieht im Moment, wo die Autoren autonom fahren, hat Radio mehr große Probleme wie heute. Weil die Leute dann etwas anderes machen, wie Radio lauschen, und dann Buch lesen, Zeitung lesen, was auch immer. Video gucken, das visuell primiert immer. Ivermoor ist geschwind, mit dem Thema könnt. Und technisch und drüben sind einer froh noch. Wie leben wir uns eigentlich und auch von der Frequenzstation hier für ein Offer anzubieten? Weil der Mond geht schon nicht mehr klein. Der Mond für all die Services, die werden explodieren, weiter hin oder an die Luft gehen. Technisch, wie kriegen wir es hin für frequenztechnisch also so abzustellen, für dass wir die vielen Sachen, die da herkommen, dann auch können irgendwo bei den Leuten bringen. Und da sind wir zuletzt, ich meine, noch ein bisschen mehr weit, vielleicht haben wir wie andere Länder, wo DAB, DAB Plus schon mehr weit ist, wird von den Frequenzökonomien natürlich mehr Möglichkeiten bieten. Das ist ein Frage von der Zeit, das können doch. Die Radio sind am Gange, sich hier auf Zukunft anzustellen. Wir haben im Haus eine Website, auf der ich natürlich Radio lauschen kann, wo noch Beiträge kann sicher gehen, die schon gelaufen sind, auf der ich dann aber auch wie am Print Artikel lesen kann, aber wie auf der Televideo gucken kann. Zeitungen machen es ähnlich am Fungehol. Auch sie haben ihre Internetpräsenzen, die immer mehr wichtig sind.
schon lange nicht mehr just Text, aber da kommen noch Videoelemente ran. Herr Siebeck, könnt irgendwann an Zukunft, wie auch immer, wie lange nach von Haude weg, den Moment, wo es am Anfang keine Grenze mehr gehen zwischen den verschiedenen Medien? Dass die verschwommen oder verschwanden? Als wir ihn den Ring online in Aveas, den hört sie schon. Also, dann hört den froh von der. Also die grundsätzlich froh, sowohl technisch wie aber auch par rapport zu singen Audienz, wenn wir aber alle Guren im stärkeren Konkurrenzumfeld sind, dass wer möchte Medium Aris, wie differenziert sich von all den anderen? Ne? An die froh muss all Medium können eine Antwort geben. Und das geht mit all der mit dringend das zu machen, für das muss man so das Versprechen werden, singen lesen möchte, singen nur gucken, singen nur lauschen, dass das viel klar zu erkennen, dass es dann noch angehalten wird. Und dann ist es froh effektiv, wenn wir uns da alle gut begegnen, ja, als dann die Antwort für wie viel der Platz ist, noch immer dieselbe ist, wie sie für eine Prior war. Wobei dann einfach ein riesen Unterschied geht. Ne? Ich meine, 100,7 wird wahrscheinlich nicht aufhängen, ein Teil von seinen kontinuierlichen 100 ein Abonnementsbarriere zu setzen. Ich gehe davon aus, dass der RTL da doch nicht viel hat, während es eine Obligation ist, für Migrosredaktionen zu finanzieren. Also die von den Dereszeitungen sind rein über die Publizität nicht zu finanzieren, also von den größeren Dereszeitungen. Und die müssen dann natürlich auch etwas anbieten, was den Leser die Suche wert ist, für zu gucken. Und das ist ziemlich ein Defi, ganz genau, an dem wir im Moment richtig dran sind. Und wo, wie gesagt, man hat keine massiven Tonnen große Diskussionen gehabt, weil ich keine Publizität möchte. Und dann, das war ja seriös, in 0,7 hat ganz lang, ganz ruhig können leben, weil es der Geheimradio war. Ne? Politiker allgemein, ein bisschen bestimmt nicht mehr wie andere, interessieren sich, wenn sie vom, um Medien denken, denken sie an Abfluss, um Macht und um Risiken, die eine Reputation könnte gehen und so weiter. Und das geht ganz einfach mit einer Audienz zu wählen oder mit einem Tod mit Interesse. Und da ist 9,7 halt in einer Situation, die ein bisschen partikulär ist, weil wenn es Wellen, so viel die Nullausstrahl, die sich gewonnen hat, die wird die Lehrstüre, Wellen an ein paar wichtigen politischen Momente eine wichtige Stimme wäre an der Medienlandschaft, als ein Haut auf einen Punkt, wo die Politik und auch andere sich für ihn interessieren. Und das ist nicht ein Punkt, wie vielleicht andere Medien, die mir groß sind, die drei oder vier Buchstaben haben, wo sie schon gefährdet gehen. Wir schaffen drüber. Da kann er drüber schaffen. Mit das ist eine nicht ganz angenehme Situation. Und ich bin göttlich für interessiert. Mir geht noch nicht gefährdet. Das ist für Medien nicht der ideale Punkt. Dafür schaffen wir ein bisschen weiter. Hast du das so, Herr Bitte? Was denn, Herr Siebeck gesagt hat, Mensch, wie so eine Hierarchie, wo ich meine, wird mehr wichtig für ein Interview zu haben oder nicht. Alle Medien, also gut, haut es da an, dass das wird unwahrscheinlich ja, ist. Und du musst einen Unterschied machen zwischen einem Journalist und einem, der ein Handy hat. Verschiedene Leute meinen, ja, sie können noch mit ihrem Handy ja, weil ein, entre parenthèses, ein Reportage machen oder nur sozialen Medien posten. Den Impact, als bei Jitverengen dann nur, was da geschieht. Die könnt bei RTL ein Hard News haben, die dann noch untergeht, so wie da könnt auf einem regionalen Radio ein Haus haben, die dann noch viral geht durch soziale Medien. Natürlich soll den abhalten zu mengen, dass den einen mehr größten Impact hat, direkten Impact vielleicht, wie den anderen, mit natürlich den positiven oder den negativen Impact. Kann gerade so gut bei dem größten Medienhaus sein wie bei dem kleinsten Medienhaus. Mir wie gesagt, für mich ist es wichtig, wie gesagt, dass ihn sich ob den einen oder den anderen Radio, das hier eine Audienz. Ja, das soll ich auch wissen, in den Laufstadtbahn sind ja auch Leute, die pur Radio lauschen, wenn man normalerweise bis in angestellt hat, dann sind meistens drei und die Mengen oder und die anderen an Schmecken, wenn man als Politiker will, aber Messagen diffusieren, dann eben muss gucken, dass ein, den Ensemble von einer Audienz alles smart kriegt. Aber wie gesagt, das wird unwahrscheinlich halt als eben den Impact von sozialen Medien, wo dir als Journalisten alle Guten eine Mission hat, die wo ich meine, wir alle Guten zu gewinnen haben, dass für das, was falsch ist, zu denunzieren. Weil
Ich will das Wort noch nicht gebrauchen, weil das ist ja viel exklusiv von einem Politiker in Amerika. Aber wir haben auch in Europa, und das vor allem auch mit den Flüchtlingen, wie die kommen, sie wirklich falsche Nachrichten zirkuliert gesehen, wo geguckt haben, also anfangen, Stigmatisation zu machen an die Resultate, die man sogar haben, von einer AfD in Deutschland, hast du durch auch, dass viel dieser Tox gemerkt haben, und du mir eine gemeinsame Mission wirklich dadurch zu denunzieren. Münlo Breden Tür gemacht, Herr Staats- und Medienminister, ich will dir Schlusswort geben, vielleicht Geburtstagswunsch für ein Radio, so etwas an einem Genre, was wir bei zukünftigen Runden Geburtstag immer nicht können aus dem Archiv raushören. Was gibt es jetzt im Radio wünschen? Von dem ich der Tote kann da nicht mehr raushören, wenn ich da mal drauf habe, mit mehr Hoffmann all Gutes für seine Zukunftspläne, wenn er das nicht bei 30 oder 35 wird kein Lärm verstehen. Wie wirklich, ich, Herr Hoffmann, merci für die gute Summe, die wir haben, die lässt von dafür. Der Equipe, Herr Molitor, rundherum Ihrem Chefredakteur an Ihrer ganzen Equipe. All Gutes sind 25 Jahre als Orte Beweis, dass eine Equipe rundherum die Pioniere an tut ihr gemerkt, ich habe nicht revendikiert, dass es unser Radio wäre. Die Rots und wir Herren, die Schwarzen und wir Herren, ich soll nicht wie reisen. Ne? Ich meine, dass uns alle Guten, unser Radio für uns alle Guten, an wirklich merci für die Arbeit, die da gemacht hat. Also, ich nicht stressen mit der Audienz zu, aber wie gesagt, wir können noch daraus arbeiten. Aber dann wünsche ich nach ein Kehr für die nächsten 25 Jahre viel Success, für und allem viel Frieden an ihrer Arbeit, weil Journalisten sich Arbeit nicht gerne möchte. Das kriegt den in der Lohrerstadt auch mit. Die hat die Kipp rundherum den Chefredakteur genannt. Ich will, just an die hat man das nicht will, wenn ich das vervollständige, just so, dass der Radio nicht just aus der Redaktion besteht, mehr auch nach einer Departement, da hat die auch dazu bei. Ich habe gemeint, Chefredakteur, Direktor, mit dem Hoffmann, dass du umgehst. Und ich weiß nicht, wie du da stellvertretend all Personal, und hey, dass die Radio zählt. Die Radio gibt nicht gut in den Techniker. Es gibt nicht gut in alle Sekretären, die da schaffen, das vor gemengt. Also, wie gesagt, selbstverständlich, Herr Molitor, gemengt ist, alle Einzelnen, die zu dem Success von den 25 Jahren beigetragen haben. Très bien. Auch. Très bien. Ich sage merci dem Staats- und Medienminister Xavier Bette, dem zukünftigen Ex-Direktor von diesem Haus, dem Jean-Paul Hoffmann, und dem Generaldirektor von Edith Press, von Gruppe Edith Press, dem Jean-Louis Sivek, für das Diskussion. Und ich gehe dann zurück aus dem Zelt, ruf an das Studio.